Das ist der grausamste Vogel der Welt, der Butcherbird, auf Deutsch also sowas wie Metzgervogel. Dazu komme ich gleich. Butcherbirds sind eigentlich erstmal Singvögel. Mit schwarzem, schwarz-weißem oder gräulichem Gefieder, je nach Art. Und sie haben einen Schnabel mit einem Haken dran. Die Vögel fressen Insekten, kleine Eidechsen und andere Wirbeltiere. Und jetzt kommt der Metzger. Sie spießen ihre Beute nämlich auf. Auf Dornen, also quasi wie auf den Pfahl. Da futtern sie dann mundgerechte Stücke runter. Der Grund ist simpel. Der Vorrat für den kleinen Hunger ist damit gut fixiert und kann nicht runterfallen. Der kleine Raubvogel, der kann auch gar nicht anders. Er hat nämlich keine Klauen und keine mächtigen Schnäbel wie andere Vögel. Erst wenn die Männchen mit ihrer aufgespießten Beute vor den Weibchen prahlen, dann hat das doch was von mittelalterlichen Foltermethoden. Falls du also mal in Australien oder in Neuseeland bist, dann sagst du vielleicht auch: